Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute geht es weiter mit dem Thema Alpha zu Omega mit Plan. Und zwar, genauer gesagt, möchte ich jetzt etwas näher auf die Phase 1 eingehen, also auf den Teil, wo ich versuche, mit Hilfe der Kosmos-Mission im Kaldari-Raum genug Beute zusammenzukratzen, um meinen Account zu plexen. Ich habe ja bereits das letzte Mal angefangen und angedeutet, dass ich das jetzt als Grundlage habe, um das nötige Kapital zu beschaffen. Was ich vergessen habe, ist das letzte Mal auf mein erstes Kosmos-Mission-Video zu verlinken. Ich hoffe, ich denke diesmal dran. Und habe das letzte Mal über einige Voraussetzungen gesprochen, insbesondere über die nötige Farmarbeit, um Standing zu farmen, was einem eventuell fehlt oder wo man halt im Laufe der Mission merkt, dass man nicht genügend hat, um mit dem nächsten Missionsagenten sprechen zu können. Jetzt gehe ich zunächst noch mal ein bisschen auf die Ressourcen ein, die ich genutzt habe, um das Ganze zu planen und aufzusetzen oder wo ich nachschaue, wenn ich bestimmte Dinge wissen will. Und danach würde ich noch ein bisschen was zum Fitting sagen und zu den Schiffen, die ich bis jetzt benutzt und gebraucht habe. Kleine Vorwarnung an dieser Stelle, ich bin mit den Missionen immer noch nicht ganz durch, weil ich nicht so viel Zeit habe, die jetzt am Stück durchzugrinden oder es manchmal halt auch einfach dauert, bis man die Gegenstände beieinander hat, die man braucht. Und deswegen ist es noch keine abschließende Aussage, die ich hier treffen kann. Gut, das letzte Mal bereits erwähnt, hatte ich den Kosmos-Eintrag bei der EVE University und da nutze ich die weiterführenden Angaben zum Kaldari-Kosmos-Raum. Hier findet man sämtliche Missionsagenten, die es gibt, teilweise halt auch einige, die für andere Fraktionen wichtig sind. Das ist dementsprechend manchmal ein bisschen blöd, aber zwischendrin findet man halt auch mal hier in der Liste einen Agenten, der eigentlich, was ich für Minmata Kosmos nötig ist. Weiter drunter findet man die in der Konstellation vorhandenen Sites, jeweils hier mit Namen des Systems, dann worum es sich handelt, also Beacons sind im Overview erkennbar. Signaturen müsste man theoretisch ausscannen oder müsste man ausscannen und die nicht markierten, da muss man dann halt einfach dahin warpen und findet dann vor Ort diese entsprechenden NPCs oder Ressourcen, die man erledigen muss. Die Shoppingliste gehe ich jetzt an der Stelle nicht ein. Das ist teilweise ein sehr hilfreiches Hilfsmittel. Stilistisch nicht besonders toll, aber der Reihe nach. Das ist jetzt meistens nicht der erste Punkt, wo ich hingehe oder die erste Ressource, sondern die zweite. Was sehr cool ist, zum Bereich Kosmos-Missionen hat jemand so einen wunderschönen Guide geschrieben, der so als PDF verfügbar ist. Und leider zeigt er nirgendwo seinen Namen, was sehr schade ist. Er hat sich hier richtig viel Mühe gegeben, auf über 160 Seiten beschreibt er halt die diversen Missionen und Missionsagenten, macht sich da richtig Mühe, gibt hier auch eine Empfehlung. Ne, macht er nicht, die macht er im Text, welche Schiffe man zum Beispiel dafür nutzen kann. Und so sieht das Ganze dann aus. Also er listet alle NPCs auf. Am wichtigsten ist natürlich, wo man ihn findet, den Agenten. Das sagt man, kriegt man hier gesagt. Das da oben, das ist sekundär wichtig. Dann sagt er einem, welches Faction Standing benötigt wird für diesen Agenten. Ab und zu, aber nicht immer, gibt es dann auch mal Schiffsempfehlungen, wie viel Faction Standing Gain man bekommt. Das ist leider auch nicht immer ganz korrekt.
und dann wird die Mission an sich beschrieben. Also hier, na, muss man zum Beispiel Isogen einfach kaufen oder abbauen, dem Typen liefern. Und hier zum Beispiel braucht man Kusan Ninemans Missile Launcher, also ein bestimmtes Item. Aber hier bei Killplex-Mission, die findet man nur, wenn man NPCs in den Kosmos-Komplexen zerstört. Und hier sagt er einem dann halt auch genau, welchen es sich handelt und die entsprechende Belohnung folgt. Bei den Belohnungen, das kann man an der Stelle gleich vorweg sagen, habe ich festgestellt, dass es da Abweichungen gibt. Also hier sagt er ja zum Beispiel, dass man hier eine Blueprint-Kopie mit 3 Runs kriegt für ein Posher Photon Scattering Field. Und das ist nicht immer korrekt oder das ist meistens nicht korrekt, das scheint zufällig zu sein, was man bekommt, aber nur, wenn es um die BPCs geht. Wenn da so ein bestimmter Gegenstand steht, zum Beispiel ein Implantat, dann habe ich eigentlich immer genau das bekommen, was er hier in seinem Guide auch hat. Ich habe jetzt vielleicht noch nicht genügend ausprobiert, um das wirklich zu 100% sicher zu sein, aber mir scheint so, als wären die Blueprint-Kopien ein bisschen zufällig, und zwar sowohl, was man kriegt, als auch wie gut sie sind, also wie viele Runs, wie viel erforscht und so weiter. Aber die Items, wenn die hier genannt sind, die stimmen in der Regel. So, also der schickt mich jetzt in diesen Komplex in Aimea, Contested Kaldari Lydai Refinery, und da könnte man sich jetzt zum Beispiel hier bei Uniwiki sich dazu die entsprechende Seite aufrufen und dann weiß man, was einen erwartet. Also vor allen Dingen an Gegnern. Und beim schnellen Durchscannen erkennt man hier schon relativ schnell, es sind Fregatten, ab und zu mal ein paar Kreuzer dabei. Und hier an der Stelle kann man sich dann auch anschauen, wer was droppt. Ja, also hier die Proper Dynamics Miner, die droppen Proper Dynamics Dock Tags, nicht weiter erstaunlich. Die Defender können Outlaw-Doc-Tags droppen und die Propagandisten, die können diesen Missile-Launcher droppen, den wir für die Mission beschaffen müssen. Manche haben auch ein bisschen E-War. Und diese Nuguiwis, die droppen auch die entsprechenden Doc-Tags bzw. auch Gewehre. Alle von denen haben außerdem auch noch eine gewisse Chance, andere Dinge zu droppen. Und dann gibt es da 3 Acceleration Gates und die führen in weitere Teile dieses Komplexes. Und dementsprechend sieht man dann auch hier, was es denn da so an Beute gibt. Manchmal sehr speziell, zum Beispiel diese Maniacs hier. Können Miner droppen, die braucht man, soweit ich weiß, nur für eine Mission, aber die Outlaw-Doc-Tags, die braucht man für viele verschiedene. Hier gibt es noch Viracomi-Rifles, also sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel in diesem Contested Plagioclase Field, da können 2 spezielle Strukturen spawnen, nämlich diese beiden Warehouses, und die droppen sehr spezielle Items, die man auch für eine spezielle Kosmos-Mission braucht. In diesem Scordite-Feld ist es ähnlich. Da droppen eigentlich nur diese Doc-Tags, der Missile-Launcher, auch ein paar Gewehre, die Miner, die man wie gesagt ab und zu braucht. Sonst nichts weiter Besonderes, aber da gibt es zum Beispiel dann diese Storage-Silos und die droppen Ancient Weapons und die braucht man auch für mehrere Missionen. Und dann noch, das hat man in mehreren Komplexen, gibt es einen Bereich, da gibt es Leute, die droppen diese Bandit Spurs, Outlaw Spurs und manche auch mal Marauder Spurs, das ist so ähnlich wie diese Doc-Tags, sehen aber mehr so aus wie so Drohnen-Data-Cores oder Drohnen-AI-KI-Data-Cores. Das sind auch so Massen-Items, die man für diverse Missionen braucht.
Aber viel wichtiger, hier gibt es Data Storage Container und da kann man Bauteile mit einem Data Analyzer aus den entsprechenden Cans raushacken. Also muss man wirklich Hacking-Minigame betreiben. Und diese braucht man dann zum Beispiel, um die Teile hier herzustellen, die man erbeuten kann über die Mission, also diese Blueprint-Kopie. Natürlich kann man die auch in Jita am Markt kaufen oder man kann die Cans einfach nur leer räumen und das dann in Jita verkaufen, wenn man es nicht selber herstellen will. Das steht einem frei. Aber auf die Art und Weise kann man sich sehr detailliert und sehr genau darüber informieren, was in den jeweiligen Komplexen drin ist, was man da rausräumen kann. Man kann auch schon Gegenstände bei der Gelegenheit mitfarmen, die man vielleicht erst viel später braucht, aber dann muss man halt nicht nochmal dahin oder hat es dann halt schon hinter sich, wenn die entsprechende Mission dran ist und spart auf die Art und Weise vielleicht einfach ein bisschen Zeit. Die meisten der Mobs bringen auch Bounties, wenn man sie abschießt, also ein bisschen Geld nebenbei sammelt man bei der Gelegenheit auch ein. Die Missionen sind fast alle unabhängig voneinander. Es gibt ein paar Agenten, die als Belohnung einen Gegenstand droppen, ohne den man mit einem anderen Agenten gar nicht erst sprechen kann. Das verrät einem dieser Guide hier allerdings auch. Den verlinke ich in der Videobeschreibung, genauso wie hier nochmal diese Kosmos-Datenbank. Und da vielleicht nochmal zuletzt kann man dann zum Beispiel auch die einzelnen Agenten sich nochmal anschauen und kriegt dann hier auch nochmal ein bisschen mehr Informationen. Das ist der, den wir jetzt gerade angeschaut haben. Also erst will er das ISO gehen, dann will er seinen Missile Launcher zurück, den er verloren hat, als die Typen, mit denen man es hier zu tun hat, sein Schiff in die Luft gejagt haben. Also ein bisschen Story ist auch überall dabei. Und hier gibt es dann idealerweise auch noch ein Link wieder zu dem Komplex und zu den Informationen, wo man das Teil findet. Und der hier ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich weiß es jetzt nicht gerade auswendig, aber hier zum Beispiel sieht man dann, manchmal muss man halt auch dann in eine Dead Space Pocket rein. Oder so eine Mission fliegen und da gibt es dann halt auch Informationen, was für Gegner einen erwarten. Und dementsprechend kann man auch da dann schon mal abschätzen, wie viel eigene Feuerkraft man mitbringen muss. Wenn man umgekehrt sucht, also man hat jetzt zum Beispiel hier irgendeine Mission von irgendeinem Missionsagenten und man braucht bestimmte Gegenstände. Welcher ist denn ganz gut geeignet? Das ist einer Level 2 Agent. So, zum Beispiel Encoded Lidar Reports. Da wissen wir, die droppen in diesem Komplex, aber der hat ja mehrere Phasen und man möchte das jetzt halt gezielt nachschauen, kann man das entweder über diese Wiki-Kosmos-Seite, indem man sich den Komplex aufruft, oder was auch sehr hilfreich ist, das ist diese Seite, die gibt es jetzt nur noch in der Wayback Machine, also es ist quasi eine archivierte archivierte Webseite, die ist jetzt also auch schon 12 Jahre alt, aber die Informationen sind immer noch sehr wertvoll und ziemlich akkurat. Auch hier findet man Informationen zu allen möglichen Komplexen nach Namen. Was aber auch sehr nützlich ist, ist dieser Teil. Da kann man die ganzen Gegenstände, sind alle Gegenstände aufgelistet oder ich habe bis jetzt jedenfalls noch keinen vermisst. Und wenn man dann, da ist es alphabetisch sortiert und da guckt man dann zum Beispiel, jetzt hätte ich eigentlich gern die. Da sind sie. Encoded LiDAR Reports, das sind die wir jetzt gerade für die Mission brauchen. Dann sagt er an, hier dieser Komplex, dieser Gegnertyp droppt die und man braucht für eine Mission, eine Teilmission 1, für andere Teilmission 5, also insgesamt 6.
Und das war's. Mehr braucht man für die gesamten Kosmos-Missionen meinetwegen nicht. Bei den Drifter Spurs zum Beispiel, da braucht man die Krieger von allen möglichen Fregatten in diversen Plexen. Für Kaldari Kosmos, also hier sind alle Gegenstände, also auch für Amar, Minmatar und Galente Kosmos in einer Liste. Da braucht man für eine Mission bei einem Agenten 30, für eine Mission beim anderen Agenten wieder 30, also insgesamt 60. Und auf die Art und Weise kriegt man auch eine Übersicht darüber, was man wo findet und wie viel man wovon tatsächlich braucht. So dass man dann weiß, okay, wenn ich jetzt habe ich genug gefarmt, das reicht jetzt. Weiterziehen. Diese Liste hier nutze ich auch sehr gern und sehr häufig. Als Abrundung. Also wenn ich mal nachgucken wollte, ja, wo kriegt man den Scheiß nochmal hier? Ancient Weapons, Contested Scordite Feld in dem Komplex, also muss ich die Gate nehmen. Das sind die Storage Silos, die muss ich wegschießen und ich brauche insgesamt 3 Stück für 3 verschiedene Agenten. Also muss ich nur 3 von den Silos wegbomben. Die haben relativ viele Hitpoints, ist sonst ein bisschen lästig. Und dann kann ich aufhören, es sind 8 drin. Und den Rest kann ich für jemand anders übrig lassen, wenn ich denn will. Gut. Das waren jetzt mal so ein bisschen, als mal so ein bisschen im Gewalttritt. Informationsquellen sollte jeder mal so ein bisschen rumspielen, denn wie gesagt, man sollte das Zeug, was man für die Mission braucht, eigentlich schon haben, bevor man die Mission annimmt, damit man nicht am Ende in Zeitprobleme kommt. Was braucht man denn an Schiffen und an Fittings möglicherweise für den ganzen Spaß? Da habe ich mir jetzt hier mal ein paar Schiffchen zusammengezogen. Man sieht hier aktuell gerade, dass ich in einer Drake sitze. Die habe ich bis jetzt allerdings noch nicht benutzen müssen. In einem Komplex, in dem ich mal drin war, wäre es vielleicht besser gewesen. Ich hätte sie gehabt. Ich habe das Ganze allerdings auch hier mit meiner... nein, wir wollen da noch nicht hin, sorry. Ich habe das Ganze mit meiner Karakal geschafft, aber da wäre zum Beispiel dieses Schiffchen hier besser gewesen. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte durch die Level 3 Agenten durch. Ich gehe mal davon aus, dass ich früher oder später an meine Grenzen stoßen werde mit meinem Cruiser, aber bis jetzt habe ich dieses Schiff hier noch nicht gebraucht. Was hier gerade so ein bisschen hoch kam, das ist eine Vexor. Die habe ich jetzt aktuell nur als Simulation, weil dieser Charakter sie nicht fliegen kann. Aber so könnte ich mir vorstellen, dass das ein relativ ideales Schiff wäre, um naja, zumindest mal durch die erste Hälfte, also soweit wie ich jetzt gekommen bin, der Kosmos-Mission durchzukommen. Die Gegner sind jetzt nicht so furchtbar anspruchsvoll, also das Schlimmste, was einem bis jetzt so begegnet, sind Cruiser, manchmal von denen allerdings auch ein paar mehr. Deswegen ist ein bisschen Bums nicht schlecht. Dieses Schiff hier ist dementsprechend ausgestattet mit Tech 2 leichten Drohnen, Tech 1 mittleren Drohnen, weil man als Alpha ja Tech 2 nicht kann. Da könnte man natürlich Navy Issue oder Integrated Drohnen nehmen, die kann man auch mit den Tech 1 Skills fliegen. Und nochmal 2 Heavy Drones für solche Sachen wie Storage Silos oder andere Strukturen, die man dann abschießen will, ganz hilfreich. Theoretisch könnte man 3 Stück kommandieren, die Bandbreite reicht für 3, aber der Drohnenraum halt nicht. Und dann muss man halt sich entscheiden, was man da will. Drohnenboote wie dieses hier sind deshalb ideal, weil man nicht so furchtbar viel Tank braucht. Jedenfalls bis jetzt habe ich noch nicht so furchtbar viel gebraucht. Dementsprechend habe ich hier einen Reactive Armor Hardener drin, der vielleicht nicht so effektiv ist wie 2 spezialisierte Module. Also wir kämpfen hier im Kaldari-Raum gegen Gorissas und ähnliche, die also thermischen und kinetischen Schaden machen. Also effektiver wäre hier ein thermisches und ein kinetisches Resistenzmodul zu fitten. Aber wie gesagt, so furchtbar hart ist der Schaden, den man kriegt, nicht. Dementsprechend reicht das eine und man spart einen Slot neben dem eigentlichen Reparaturmodul, um mehr Damage-Verstärker reinzupacken.
Weil es für Drohnen ja keine Schadensverstärker gibt, kann man dementsprechend die Rigs auch für Verteidigung nutzen. Also ich habe eine, ich habe thermische und kinetische Armorverstärkung in den Rigs drin und dann die Nanopump zur Verstärkung meiner aktiven Reparatur. Und das reicht für diese Komplexe. Dann hier ein Drone Link und Drone Navigation Computer, damit die Drohnen weiter weg angreifen können und schneller sind. Wie gesagt, Drohnen Agro ist eigentlich im Moment nicht das Riesenproblem. Eine Large Compact Cap Battery, damit das Ganze ein bisschen länger funktioniert. Ein Micro Warp Drive, da kann man natürlich auch die Metamodule reinschrauben. Ich habe das jetzt nur auf die Schnelle gemacht, da teilweise die Strecken zwischen den Acceleration Gates recht lang sind. Das Teil ist natürlich nur dann an, wenn man es braucht. Genauso wie der Traktorstrahl oder das Data Analyzer Modul. Und wenn man also wirklich nur am Kämpfen ist, dann kann man das 8 Minuten durchreparieren. Das ist mehr als genug. Hier sind zwei kleine Hybridwaffen drin. Die sind eigentlich, weil man sehr viel mit Fregatten zu tun hat. Und eigentlich sind die auch mehr dazu da, Aggro zu binden, als wirklich irgendwas abzuschießen. Sind halt dementsprechend nur eine Ergänzung. Und der Traktorstrahl finde ich sehr praktisch zum Einsammeln des Loots, der natürlich gut verstreut ist, aber weil in den meisten Räumen halt relativ viel von den Wracks rumliegt und auch die Respawn-Zeit, also die Gegner respawnen halt und man hat zwar genug Zeit, aber es passiert halt doch in regelmäßigen Abständen, da kommt eine Traktor-Unit, eine mobile Traktor-Unit nicht hinterher und die saugt ja auch die leeren Wracks an, die man eh nicht braucht. Von daher ist ein Traktorstrahl zusammen mit der Fähigkeit, auch manuell, also quasi mit dem Schiffchen selbst von Loot zu Loot zu fliegen, sehr hilfreich, um die Beute einzusammeln. Im Gegensatz zu vielen anderen Missionen, die man fliegt, kommt es hier halt auf die Beute an, auf die speziellen Drops in den einzelnen Sites. Also so ein Schiffchen hier wäre, glaube ich, für die Kosmos-Mission nicht schlecht. Vielleicht speichere ich mir das auch mal ab. Und wie gesagt, kann dieser Klon nicht fliegen. Aber wer quasi frisch drauf hinplant, für den wäre sowas oder sowas ähnliches sicherlich eine ganz gute Sache. Geflogen habe ich tatsächlich die Mission hier mit einer Caracal. Die ist passiv schildgetankt. Dementsprechend habe ich hier Defense Field Purger drin, habe hier Resistenzmodule drin, Buffer und Recharge. Und das Ganze gibt immerhin 53 Hitpoints pro Sekunde passive Schildregeneration, was mit Ausnahme von einem Komplex bis jetzt immer völlig ausgereicht hat. In den einen, der mir Probleme gemacht hat, da musste ich zweimal rausbopen, habe es dann am Schluss aber trotzdem geschafft. Da ist es ein bisschen kitzlig gewesen, weil da auch Warp Scrambling betrieben wurde von den NPCs. Das war der erste Komplex, bei dem mir das begegnet ist, wo es auch mal gefährlich war. Aber da konnte, die haben zum Glück nur gescrambled und nicht gewebt und da konnte ich mit meinem Afterburner aus der Reichweite rauswarpen und mich dann nochmal in Sicherheit bringen. Hier habe ich Rapid Light Missile Launcher drin, Tech 2, und ich benutze sowohl Tech 1 als auch Faction Raketen. Und habe hier dann auch noch zwei leichte Drohnen drin und das reicht in der Regel gut aus, um die Plexe leer zu putzen. Hier wäre vielleicht statt des Afterburners ein MWD auch nicht schlecht. Bin mir nur nicht sicher, ob ich es überhaupt reinkriegen würde. Nehmen wir mal das Kompakte. Naja, das wird tatsächlich gerade noch reinpassen. Das wäre also dementsprechend vielleicht noch ein bisschen besser. Wenn man das Prop Mode ausschaltet, ist das Fitting Cap stabil. Das heißt, mit dem Ding hat man relativ wenig Probleme und Raketen sind ja sowieso ein bisschen etwas leichter einzusetzen. Also mit dem Ding habe ich fast alle Plexe bisher geflogen, alle Kampfmissionen. Und war damit sehr zufrieden. Einzige Problemchen war mal bei einer Mission, da musste man
in einem Komplex einen Gegenstand zerstören. Und anschließend musste man da etwas looten. Und was man da looten musste, das waren sogenannte Construction Tools. Hier die Dinger. Und wie man sieht, jedes Teil hat 10 Kubikmeter und man brauchte 60, also 600 Kubikmeter. Das gibt natürlich der Frachtraum nicht her. Hier hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man räumt den Plex leer und kommt mit einem Transporter wieder und hofft, dass bis dahin niemand das Teil gelootet hat. Oder ich habe halt in dem Fall zwei Module hier unten ausgewechselt gegen Expanded Cargo Holds und habe gleich alles mitgenommen, was ich brauchte. Und für solche Dinge ist halt dieser PDF-Leitfaden plus die sonstigen Informationen gut, weil auf die Art und Weise wusste ich erstens, ich muss da 600 Frachtraum haben und zweitens, die Gegner sind nicht so stark, als dass ich nicht selbst mit verschlechtertem Fitting fertig werde mit der Zeit. Ansonsten gibt es dann noch Transportmissionen und das sind natürlich, No-Brainer. Man braucht halt ein Transportschiff. Die meisten Transportmissionen sind von den Anforderungen her noch zivil. Also ich hatte jetzt mal eine mit 4800. Ich weiß aber, es gibt eine, wo man, glaube ich, 14.000 oder ein bisschen mehr Kubikmeter transportieren muss. Dementsprechend habe ich mir für die Fälle halt schon diverse Expanded Cargo Holds hingepackt. Ich habe allerdings auch Warp Core Stabilizer für den Fall, dass ich mal durch den Losec muss, habe ich da 4 Stück drin. Das heißt, je nachdem, was jetzt halt gerade wichtiger ist, größerer Frachtraum oder sichereres Schiff, habe ich dann die Auswahl hier unten Cargo Holds, Warp Stabilizer oder Mischung von beiden reinzufitten und informiere mich halt da vorher auch, wie viel Frachtraum ich brauche. Für kleinere Mengen an Fracht habe ich mir jetzt zum Beispiel hier noch 2 Fregatten hingepackt. Die habe ich werbewirksam nach einem Logistikdienstleister benannt. Die Scanning-Fregatten aller Völker haben nämlich von Haus aus bereits einen recht großen Frachtraum, ohne dass man was dafür tun muss. Und es gibt halt auch Missionen, da muss man 10, 15 Jumps irgendwas hinbringen, aber dann meistens nur geringe Kubikmeter zahlen. Und für solche Sachen ist dann so eine Scanning-Fregatte sehr gut. Ich könnte sie notfalls hier auch natürlich noch ein bisschen aufpimpen mit den Cargo-Holds, wenn ich ein bisschen mehr brauche und dass es sich noch nicht lohnt, den Frachter zu nehmen. Oder ich halt mit diesem Schiff einfach schneller bin. Und wenn ich denn das Ganze... Für den Fall, dass ich durch den Losec muss, habe ich mir hier auch noch eine Insta-Warp-Fregatte gemacht. Das funktioniert natürlich sehr gut mit Tech-2-Schiffen, den Interceptoren. Aber da die in Alpha natürlich nicht fliegen kann, habe ich es mal mit Tech-1 versucht. Und tatsächlich hier die Condor kriegt man auf eine Line-Time von unter 2 Sekunden. Und damit gilt die quasi als Insta-Warp. Dazu muss man allerdings die Low-Slots und die Rig-Slots dementsprechend vollpacken mit den entsprechenden Modulen. Und das bedeutet, also hier kann man also Kuriermissionen durch den Losec relativ sicher machen, aber halt nur mit sehr geringem Frachtraum. Dementsprechend hier noch ein bisschen Resistenz und Buffer drin. Und das Einzige, was dieses Schiff eigentlich abfangen kann, sind Smart Bombs. Oder es gibt auch Insta-Lock, also Schiffe, die instant locken können, aber so schnell muss ein Spieler halt auch erstmal reagieren, wenn ich mich enttarne und eigentlich sofort wieder im Warp bin, dass er mich aufschalten und scramblen kann. Es gibt Leute, die können das. Es gibt Schiffe, die können das. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spielmechanik wirklich zuverlässig ist, also wenn man unter 2 Sekunden ist, dass man nicht mehr gelockt werden kann. Also mit Vorsicht zu genießen ist dieses Schiff im Prinzip nicht zu bekommen. Oder 98% der Fälle safe.
Ja, ein Shuttle habe ich auch noch. Das wäre theoretisch noch ein bisschen schneller für noch kleinere, noch weiter entfernte Missionen. Bis jetzt benutzt habe ich es noch nicht. Und ich vermute, dass für die schwierigsten Kosmos-Missionen vielleicht dann auch ein Schlachtschiff nötig wäre. Gut, das schmeiße ich euch an Informationen jetzt halt erstmal so an den Kopf. In den nächsten Folgen werde ich dann, denke ich mal, die einzelnen Komplexe zeigen. Das ist jetzt zu viel, um das noch in diese Staffel hier, in diese Folge reinzupacken. Aber so habt ihr zumindest schon mal einen groben Überblick darüber, was es für Informationsquellen gibt, wie man sie vielleicht sinnvoll nutzt und kombiniert und was man möglicherweise an Schiffen benötigt, um zumindest mal so die erste Hälfte, die ersten 60% der ganzen Sache durchzuspielen. Wenn man jetzt die Drake, die ich auch noch nicht benutzt habe, mal weglässt, bewegen wir uns hier im Bereich von 40, 50 Millionen, eher 50 für Schiffe und Fitting. Und das sind Beträge, die man, glaube ich, noch relativ gut zusammenkriegt. Und man sieht ja auch, also es kommt schon so einiges dann auch an Loot dabei rum. Also manche Sachen habe ich einfach in den Reprozessor geschmissen. Aber quasi alles hier ab, oberhalb von Sidrin ist Loot. Das hier sind Missionsbelohnungen, aber noch nicht alle. Es droppt jede Menge Muni und dann droppen halt die ganzen Sonderitems, die man von den Gegnern erbeutet und die man halt auch für die verschiedenen Missionsagenten braucht. Und von einigen habe ich genug, dass ich schon einen zweiten Charakter losschicken könnte oder hier von diesem Missile Launcher könnte ich 10 Charaktere mit durchschicken. Manche droppen halt sehr viel seltener oder nur an ganz speziellen Stellen. Darauf muss man sich dementsprechend dann einstellen. Gut, aber das soll es gewesen sein für diese Folge. Und beim nächsten Mal gehen wir dann auf die Komplexe ein. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Und ich verabschiede mich bis dahin. Tschüss und macht's gut. Euer Casuality.